Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Shocked Assassin's Creed 3. So, wir wurden letztes Mal rausgeschmissen. Wo gehen wir hin? Zum Drucker. Gut. Was glaubst du, wo all die Steckbriefe herkamen? Ja. Sie stammen aus einer Maschine. Wir müssen sie abschalten. Ganz genau. Ja, wir wurden hier unsanft rausgeschmissen. Gerade an dem Punkt, wo wir da waren. Ist natürlich ein wenig bescheiden gewesen, aber was soll's. Oh. Ham, ham, ham. Ja, okay, dann müssen wir es anders machen. Ich hoffe, er sieht uns nicht. Nein, er sieht uns nicht. Gut. Nicht meine Sache. Verdammt, wir sind zu spät. Oh ne, können wir nicht abreißen? Komm mit. Hier lang. Ich könnte über die Dächer gehen und dich dort treffen. Nein. Besser, du lernst erstmal die Tunnel kennen. Tunnel? Ja, die Tunnel. Wir haben ein ganzes Netz davon unter der Stadt. Sie sind recht nützlich, wenn Eile und Geheimhaltung nötig sind. Ich finde das schön, dass er nicht vorläuft, sondern wir auf ihn warten müssen. Ja. So. Okay. Sehr grauenvoll. Ja, wie gesagt, das Game ist mir letztes Mal abgestürzt. Und ich weiß nicht warum. Es ist halt so. Puh. Was ist denn mit dem Spinner? Okay. Irgendwas glitzert hier so. Runter auf den Boden mit dir. Ja, wir gehen runter. Du entkommst mir nicht. Ja. Bitte nicht nochmal abstürzen. Nein, 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 nein. Oh. Okay. Das sind jetzt die Eingänge. Mein Gott, ich wollte nicht, dass es abstürzt. Okay, ich werde das, ja, das halt jetzt hier weitermachen. Warte. Warum? Ach so, wegen Licht. Okay. Ach so, jetzt soll ich hier entlang laufen. Okay. Dann bewegen wir uns mal ein wenig Finde die schneller. Lampen mit deiner Laterne an, Connor. Sie zeigen uns den Weg, sollten wir umkehren müssen. Und weshalb bauten Sie diese Tunnel? Okay, warte mal, haben wir hier noch eine Lampe? Da haben wir noch eine Lampe. Deswegen. So. Ja, weswegen bauten sie die? Um Sachen hin und her zu transportieren zu können. Zu schmuggeln, sonst irgendwas. Sehr gut. Lass uns weitergehen. Nordport? Hört sich ganz gut an, so Nordport. Sehr, es mich schmerzt, das zu sagen, aber wir müssen den Ratten folgen. Sie bewegen sich oft in Richtung Ausgang. Okay. Na, dann ist auch gut zu wissen. Gut, gut. Du hattest recht. Ich entschuldige mich für meine Zweifel.
Kein Wunder, dass Achilles so an dir interessiert ist. Teufel! Ich schätze, Schlösserknacken gehört nicht zu deinem Repertoire. Anscheinend schon. Okay, der kann das auch. Ist ein wenig komisch, das zu machen. Gut gemacht. Der Drucker ist nicht weit. Wir sehen uns dort. Ah, ich wollte doch noch Lichter drin anzünden. Naja, egal. Der Drucker ist nicht weit. Okay. Ja, volle Synchronität, wo nichts zu schaffen ist. Ah, bin ich gut. Oh, dieser Eigenlob, der stinkt tierisch. Oh, Mann. Oh, da nimmt man einen Schluck Kaffee und schon ist man wieder da. Okay, wir müssen jetzt zur Druckerei hin. Okay, das heißt, wir werden uns... ganz... Okay, cool. Du verlangst sehr viel von mir, Sam. Ich weiß, aber ich wäre nicht hier, wenn es nicht wichtig wäre. Es ist wirklich unerlässlich. Gut, doch nur dieses Mal. In Zukunft haben diese Dienste ihren Preis. Die Druckplatte zu ändern ist ausgesprochen schwierig. Ganz zu schweigen von der Gefahr, entdeckt zu werden. Ich werde deine Güte nicht vergessen. Ich auch nicht. Dank ihm wird man bestimmt nicht länger nach dir suchen. Komm, ich zeige dir, wie du abreisen kannst, jetzt, wo wieder Ruhe herrscht. Ja. So, nun hattest du Gelegenheit, alles mal zu sehen. Unlauteres Benehmen wird die Bürger erregen und bringt sie dazu, die Wache zu rufen. Abhängig von der Schwere deiner Verfehlungen, suchen sie vielleicht nur kurz nach dir, bevor sie zu ihren Posten zurückkehren. Doch bei schweren oder wiederholten Verbrechen werden sie bei der Verfolgung aggressiver vorgehen. Vergiss das nicht. Es gibt drei Wege, das Blatt zu wenden. Entferne Steckbriefe, besteche Stadtschreier oder erstelle bei einem Drucker deine eigene Propaganda. Das ist falsch. Warum erkläre ich nicht einfach, dass ich unschuldig bin? Ist das dein Ernst? Wir erwidern Lügen mit Lügen. Gedruckte Worte werden für wahr gehalten. Und all das ohne zu hinterfragen. Die ließen das Biest los. Hast du das vergessen? Ich half dir nur, es zu zähmen und zu nutzen. Es muss einen anderen Weg geben. Einen netteren Weg, ja. Sprich mit dem Hafenmeister und er bringt dich heim. Hab Dank für alles, Sam. Ich verspreche, den Gefallen bald zu erwidern. Oh, ich zähle darauf. So richtig? Ja, so richtig. Okay. Untergrund, genau, Schnellreise, volle Synchronität. Jetzt haben wir hier so blau-weiße Leute. Und warum? Wartet. Wir müssen, nach draußen fahren. Das heißt jetzt hier interagieren und nach oben reisen. So, Schnellreise bitte. Dankeschön. Sehr schön. So. Mal gucken, wie spät ist denn das? Okay. Kaputtes Schiff. Ach, da nach oben müssen wir. Okay. Da haben wir jetzt einen weiten Weg vor uns. Erstmal. Wir sind direkt an der Seite angekommen. Ah, hier sieht es auch ganz gut aus nach dem Weg. Ach ja, stimmt, ja, klar. Minimap da unten. Haha, ist hier auf dem Weg. Okay. So. Sind wir gleich da.
So, okay. Ach, wir können bestimmt hinten rein. Jo, wunderschön. Von hinten. So. Wir sind wieder zu Hause. Rückkehr des verlorenen Sohns, okay. Willkommen zurück. Du liest mich in Boston. Deine Übungen hier sind alle schön und gut. Aber Erfahrung ist der viel bessere Lehrmeister. Was ist mit Vater? Ist uns entwischt, fürchte ich. Wir müssen ihn finden. Das werden wir, nachdem das Haus repariert wurde. Aber er ist frei und plant wer weiß was. Und was tust du, wenn du ihn findest? Falls du ihn findest. Du bist ein Knabe mit ein paar Monaten Training. Er ist ein erwachsener Mann mit vielen Jahrzehnten der Erfahrung. Wenn du im Kampf gegen die Templer bestehen willst, wirst du das hier brauchen. Ja, versteckte Klingen. Mach schon, bevor ich meine Meinung ändere. Hilfe? Okay, dann helfen wir mal. Ach so. Ja, dann gehe ich erstmal kurz raus. Oh, komm, bitte, Hilfe! Er wird sterben! Ja, ich helfe doch, kein Problem. Ja. Keine Zeit, bitte komm! Ach, das ist ja hier der Typ, der sich mit seinen Kollegen mit Jesse Pinkman gestritten hat. Genau, da war ja was. Wo sie gesagt haben, wir sollen uns nicht einmischen. Na gut, und was passiert? Ist er ausgerutscht, ins Wasser gefallen, kann nicht schwimmen oder was? Angefroren beim Pullern. Nein, okay, er kann nicht schwimmen. Gerade unter der Brücke durch. Helf mir! Ah, oh, nein, 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 nein! Helf mir! Bitte! Ja, wie denn? Helf mir! Bitte! Blöde Wölfe. Ja, ich bewege mich doch schon. Oh, ein Biber. Hallo, Biber. Ich bewege mich doch so schnell, wie ich kann. Nein, 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 nicht ersaufen hier, ja, mein Freund. Wölfe auch noch, ey, das ist echt hart. Was dieser Holzkopf dir sagen will, ist, dass er dir ewig dankbar sein wird. Wen nennst du einen Holzkopf? Dich, weil du einer bist. Was wolltest du auf den Baum stemmen? Eins der Risiken von Holzfällern. Wir lagern im Wald, gar nicht weit von hier, und schlagen Holz. Wir wollten in der Gegend eine Mühle errichten. Es gibt eine gute Stelle nicht weit von dem Haus auf dem Hügel, wo ich wohne. Ich mag dich jetzt schon. Wir sehen es uns an. Okay, wir haben unser Holz. Es ist das Beste, aber... irgendwie, was habe ich denn da versagt? Warum? Weil ich Schaden bekommen habe? Weswegen? Das Wasser nicht berühren. Okay.
Die Ruhe wird mir fehlen, aber das Holz können wir gut gebrauchen. Das Haus benötigt viel Arbeit. Das und andere Dinge. Triff mich bei der kleinen Hütte an der Küste, wenn du Zeit hast. Da gibt es etwas, was du sehen musst. Und was? Was Nützliches. Okay. Du sollst da hingehen, ganz einfach. Okay. Nach Mission mit einer... Oh, da oben ist sie. Wenn sie ihre Siedlung ausbauen, erhalten sie Zugang zu neuen Ressourcen. Ja, das ist klar. War da jetzt gerade hier entlang, nicht wahr? So. Ah ne, halt. Hier rüber. Hä? So. So, das war doch hier irgendwo entlang. Hoch mit dir, Connor. Da oben müssen wir irgendwo hoch. So. Da so hoch. Natürlich werden wir erstmal ein bisschen was für die Siedlung machen. Bevor wir uns hier weiter um die Mission kümmern. Das ist auch selbstverständlich, Leute. So. Das heißt, wir nehmen schon mal die Axt in die Hand. Ja. 5 Pfeile haben wir ja schon. So, das war jetzt hier irgendwo. Ah, da. Ah, Mist. Okay. Ah, jetzt ist er tot. So. Dann mal hochziehen. Ja, wer hängt denn da unten? Ich kann eh nicht rüber gucken. Mit Leichtigkeit zieht er ihn hoch. Nicht, dass die Schuhe jetzt aussehen, zack, weg ist er. Das wäre sehr hart. Hab Dank. Bist du wohl auf? Ich glaube, es ist nicht viel passiert, nur ein gehöriger Schreck. Bastarde. Was wollten sie von dir? Mein Geld. Doch das war nicht viel und dann wollten sie mich dafür bestrafen. Oh, das ganze Holz weg. Allein schon mein Werkzeug ist sehr viel wert für den richtigen Mann. Wie auch immer, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ist noch weit bis zum nächsten Gasthaus. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe. Hast du kein Zuhause? Ach na ja, ich war ein stolzer Bewohner Bostons bis vor kurzem. Doch ich bin einfach kein Unterstützer ihrer Majestät. Und die Loyalisten verjagten mich aus Haus und Werkstatt. Viele hier in der Gegend könnten die Dienste eines tüchtigen Handwerkers gebrauchen, falls du dich irgendwo niederlassen willst. Ist das wahr? Das werde ich mir ansehen. Naja, super. Jetzt haben wir einen Handwerker und Holzfäller.
Bam, Bitch, so einfach geht das, eine Siedlung zu bauen. Nein. Lenz. Cool. Jetzt haben wir schon mal Lenz. Neue Pläne erhalten. Cool. Dann gucken wir gleich dann auf die Karte, was wir sonst so haben. So, mal ganz kurz gucken. Wir haben ja auf jeden Fall ein paar Verstecke. Und auch hier aber. Was ist das hier? Lenz Tischlerei. Achso, da kommt er ja schon raus. Kann ich mit reden? Nein. Morgen. Na gut, dann gehen wir mal hier weiter. Zu den Holzfällern. Ach, die haben sogar Kinder. Cool. Und zwei Frauen, so wie es aussieht. Schon besser. Jetzt können wir wieder rauskommen. Nein, mit denen können wir nicht reden. Ich hoffe, dir geht's gut. Hallo, schönen guten Morgen. Nein, können wir also mit niemandem reden. Okay, dann müssen wir wieder zurück. Okay. Packen wir dir die Fäuste wieder aus. Und gut das. Oh, guck mal, Schneemann. Sogar zwei. Schmeißt du gerade zu mir Schnee? Ah ja. Darf man mitspielen? Anscheinend wohl nicht. Ah, oh, cool, ein Schneemann. Er übt schon das Treffen. Na gut, na gut, na gut. Dann rennen wir weiter. Wir müssen ja jetzt wieder runter. Obwohl, wir können doch hier, glaube ein Pferd nehmen von unserer Stallung, hä? Da sind wir vielleicht etwas schneller unterwegs. Gehen wir hier querfeld ein. Da. Ja, sehr schön. Da haben wir doch ein Pferd. Sehr gut. Somit kommen wir auf jeden Fall ein bisschen schneller voran. Sehr schön. Jetzt können wir ein bisschen galoppieren. Hört sich immer an, als ob einer da rum mit einer Flöte rumpfeift. Ausdauer von Pferden. Schnell die Ausdauer. Achso, die Ausdauer verschwindet. Okay, kann nicht mehr. Hat keine Ausdauer mehr, das Pferd. Beine wie Bäume und Arme wie ein Schmied. Hat mir fast die Hand vom Leib geschüttelt. Da konnte ich es fühlen, als ich ihn traf. Keine Waffe konnte dem Mann ein Leid zufügen. Okay. Auf jeden Fall ein lautes Organ hat er. Es geht also wegen der Schifter. Sagte, hau ab, Bursche! Sprichst du des Königs Sprache nicht? Haben sie dich gesehen, alter Mann. Hätte glatt noch klar Schiff gemacht, hätte ich gewusst, dass du kommst. Der Bursche heißt Connor. Er setzt dir wieder alles in Stand. In Stand? Ja. In Stand? Verzeiht meine Manieren. Sie ist immer noch die schnellste auf dem Atlantik. Gut, sie braucht etwas Liebe.
nur ein paar Kleinigkeiten, aber mit etwas Zuwendung fliegt sie wieder. Wer ist sie? Wer ist sie? Na, die Akia, Bursche! Das Phantom der Nordmeere! Das Boot. Sie ist ein Schiff, Bursche, und macht da keinen Fehler. Ich dachte, er soll hier alles instand setzen. Ich sage, der ist das grünste Greenhorn im Grenzland. Connor, komm zu mir zum Gutshaus, sobald du hier fertig bist. Das Boot. Du sagtest, es braucht etwas Pflege. Kannst du das? Sie braucht etwas Pflege. Ein Schiff ist eine Sie, Bursche. Und ja, ich kann sie herrichten, aber es mangelt mir an Material. Für den Anfang brauche ich vor allem gutes Bauholz. Das ist klar. Das kann ich beschaffen. Wie lange bis es sie ist. In See stechen kann? Besorge mir nur das Holz, Bursche. Ich besorge die Crew. Ja. Mein Sophie. Und wieder nach oben reiten. Mein Pferd, wo bist du? Nein, es hat mich nicht mehr erkannt. Es ist wieder abgehauen. Oh, na gut. Ist ja okay, ich hab's schon verstanden. Lauf mal bitte, ja? Bist du fett? Ja, ja, hab ich verstanden. Oh, ja, ja, ja. Waschbär! Ja, habt ihr gesehen? Ja, genau. Der nimmt die Tiere einfach mit den Händen aus, ja? Reißt das Fell auf, ja? Holt die Organe raus, das Fleisch zieht er ab. Das kann er alles Connor mit den Fingern machen. Ist schon super. Und jetzt ist er echt unfassbar, ich werde schon wieder angerufen. Aber das Telefonat gehe ich jetzt nicht ran, sondern erst später. So. Weil wir machen erstmal das hier weiter. So, erstmal weg. So, rein da. War jetzt nur Mutti. Mutti rufe ich gleich zurück. Ah, da bist du, ja. Ich muss dir was zeigen. Komm, sieh es dir an. Was ist das? Ein Journal. Es hilft uns, die Geschäfte unserer Siedlung zu verwalten. Und das hier? Das ist Jahre her. Vor dem schleichenden Fieber. Vor den Templern. Bevor alles zusammenbrach. Aber das ist Vergangenheit. Wir konzentrieren uns auf das, was vor uns liegt. Nimm das Journal und ich zeig dir, wie alles funktioniert. Okay. So, klar. Im Bereich Lager können Gegenstände, klar. Holz. Ja. Zum Kauf der Mengen da bestätigen. Nicht genug Geld. So. Okay. Habe ich doch jetzt gemacht. Wähle das Handelsmenü. Zurück. Ah, es darf doch nicht schon wieder hängen bleiben, das Game. Nein! Es ist, glaube ich, schon wieder hängen geblieben. Okay, Leute. Da muss ich doch jetzt erstmal Schluss machen. Ich weiß nicht, was los ist. Warum das hängen geblieben ist. Ich kann nicht Enter drücken. Wähle das Handelsmenü aus. Ja. Ja, Lager. Klicken. Wald. Connor, ich kann nichts auswählen. Ah. Okay, das Handelsmenü. Gut, wir müssen nicht ausmachen. So. Das Eichenholz kann über einen Konvoi am Handel verkauft werden. Okay. Ressourcen auswählen. Ja. Und Konvoi starten. Bestätigen. Das war anstrengend. Aber das ist nichts anderes, wie unsere Assassinen loszuschicken bei den anderen Teilen. Im letzten Teil sozusagen bei Revolution.
um eben halt Kohle reinzubekommen, Städte zu befreien und all sowas zu machen. Es ist halt hier mit dem Konvoi. Ging die Zeit sehr schnell. Oh, es ist wieder 6 Monate. Des Trainings und der Arbeit verschwamm. Okay. In der wenigen freien Zeit, die Achilles mir gönnte, lernte ich mehr über die Templer. Über Charles Lee und meinen Vater. Ich wollte mich ihnen stellen. Ihre Pläne durchkreuzen. Dafür sorgen, dass mein Volk frei und unbeschwert leben kann. Doch ich wusste, es war zu früh. Ihnen jetzt entgegenzutreten, wäre mein Tod. Und all meine Arbeit wäre umsonst. Geduld. Zurückhaltung. Dies waren meine schwierigsten Lektionen. Doch alsbald meisterte ich auch dies. Tage wurden zu Monaten. Monate zu Jahren. Und mit meinem Geschick und Wissen wuchs auch ich heran. Okay, dann haben wir das jetzt gemacht. Ja, dann werden wir uns jetzt hier verabschieden. Sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ja, wenn wir zu der nächsten Mission gehen. Und natürlich dann auch auf jeden Fall mit diesem Sprung uns. Ja, werden wir uns verabschieden. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja. Dann kann ich jetzt nämlich auch gleich erstmal telefonieren. Keine Ahnung, was los ist. Ja? Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und erstmal alles Gute und ciao, ciao euch.